Machen Sie bitte den Mund auf. Ist etwas falsch? Nichts, es ist nur... Es ist nur... Ihre Frau, sie hat eine Entzündung. Sie ist doch Ihre Frau, oder? Okay, okay, ich brauche nur eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Helfen Sie einfach. Dann werden wir gehen. Ich muss meine Assistentin holen und ich bin gleich wieder da. Schneller. Notrufzentrale, was ist der? Doc, wissen Sie was? Wir brauchen keine Hilfe. Wir gehen jetzt. Nein, warten Sie. Ihre Frau hat eine Entzündung. Lassen Sie mich... Unglaublich, sie ist geheilt. Tut auch gar nicht mehr weh. Danke, Doktor. Ich musste dieses Mädchen von diesem Monster befreien, das ihr vermutlich sogar wehtat. Haben Sie Ihren Namen genannt? Er wollte keinen Namen angeben. Guten Tag, Officers. Gibt es ein Problem? Sir, wo ist Ihre Frau? Ich wiederhole die Frage. Wo ist Ihre Frau? Bedauerlicherweise ist sie tot. Du Mistkerl, was hast du ihr angetan? Hey, stopp! Hey, aufhören! Hey, stopp! Stopp! Kommen Sie her! Lass Sie mich los! Fassen Sie sie nicht an! Hören Sie, Sir, ist das Ihre Frau? Das ist meine Tochter! Meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben! Glauben Sie kein Wort, das aus seinem Mund kommt? Der hat sie mit Schlaftabletten betäubt! Sagen Sie sowas nicht in meinem Haus! Meine Tochter ist krank und das seit vielen Jahren! Da, schauen Sie auf die Medizin. Alles auf Rezept. Nun, das Rezept ist auf den Namen der Tochter. Und der Käufer ist... der Vater. Und das sind keine Schlaftabletten. Sie können es sich selber ansehen. Und jetzt verraten Sie mir, warum ein verrückter Zahnarzt in mein Haus einbricht und mir vorschreibt, wie ich meine Tochter behandeln soll. Mein Mädchen ist krank und er macht sich lustig über uns. Entschuldigen Sie, ich habe mich geirrt. Es tut mir leid, ich... Vielleicht bin ich einfach nur zu müde oder... Ich fühle mich nicht so gut. Könnten Sie bitte das Fenster öffnen, Sir? Und ich glaube, ich brauche etwas Wasser. Bitte. Bitte. Trinken Sie. Und verschwinden Sie. Es tut mir furchtbar leid, Sir. Ich danke Ihnen nochmals und entschuldigen Sie mich. Acht Minuten später waren die Polizisten weg. Und in 10 Minuten... sollte die starke Dosis an Medikamenten dem Vater böse Magenschmerzen bescheren. Und das war meine Chance. Denn ich würde dieses Mädchen nicht alleine lassen. Also nahm ich sie mit mir. Sind Sie schon wach? Keine Sorge. Sie sind jetzt in Sicherheit.
Wo bin ich? Keine Sorge, Sie sind im Krankenhaus. Sie sind in Sicherheit. Sterbe ich? Oh, nein, nein, nein. Ihnen geht's gut. Alles okay. Ich weiß, dass ich krank war. Mein Vater behandelt mich seit so vielen Jahren, aber es nützt nichts. Sagen Sie mir die Wahrheit, bitte. Also, wir haben Ihre Ergebnisse überprüft und Sie sind nahezu perfekt. Also sterbe ich nicht? Mit Ihren Werten könnten Sie zur Olympiade gehen. Danke. Das bedeutet, ich kann endlich raus. Was ist denn das? Haben Sie keine Angst. Es ist ein Staubsaugerroboter. Er macht hier sauber und... Also wird er mir nicht wehtun? Nein, er wird Ihnen nicht wehtun. Es ist okay. Und ja, Sie sollten auf jeden Fall mal rausgehen. Christy war 25 Jahre alt. Aber es wirkte, als hätte ich ein Kind vor mir. Ihr Vater sperrte sie zu Hause ein, seit sie 7 Jahre alt war. Und sie kannte keine der Dinge, die für uns normal waren. Sie blickte mit großer Neugier auf die Welt und war positiv überrascht über alles, das sie entdeckte. Und ich konnte meine Augen nicht von ihr abwenden. Und weißt du was? Die Yankees hätten fast gegen die Red Sox verloren. Nein. Wirklich? Danke, Fred. Ich meine... Ich kann nicht glauben, dass ich so vieles nicht gesehen habe. Ich meine, ich kann sehen, dass die Welt einfach so vielfältig ist. Christy, ich glaube, dein Vater... Hör zu, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Was machst du? Oh, was darf ich dich nicht küssen? Doch, du darfst. Ich meine, aber du musst mich wenigstens mögen. Oh, ich mag dich ja. Danke, ich meine, weißt du, du solltest mit einem Mann ausgehen, bevor du... Verstehst du? Ja, ich verstehe. Nun, dann gehen wir aus. Was? Gehst du mit mir aus? Natürlich. Wollte ich mit jemand so Bezauberndem ausgehen. Und ich wusste, dass ich sie nie benutzen würde. Und ich wusste, dass ich sie vor allem beschützen würde. Ich denke, du solltest zuerst ein paar romantische Filme auf Netflix ansehen. Netflix, 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 Netflix. Oh, das ist so eine moderne Konsole, ja? Fast, ja. Ich werde es dir zeigen. Okay. Sind Sie Christy Scavo? Ihr Vater sucht nach Ihnen. Sie müssen mit uns kommen. Lassen Sie sie einfach in Ruhe, okay? Ganz ruhig. Ihr Vater schickt uns. Was? Sie ist 25. Sie ist eine Erwachsene. Sie gehört nicht zu ihm. Ihr Vater ist krank. Er sucht nach Ihnen. Es ist ein Notfall. Ja, sicher. Nein, nein, nein. Christy, du kannst nicht zu ihm zurückgehen. Fred, was ist los mit dir? Das ist mein Vater. Er kümmerte sich um mich und nun muss ich ihm helfen. Er kümmerte sich um dich? Ja. Aber warum? Du warst doch nie krank. Das wollte ich dir sagen. Was? Ja, dein Vater hat dich auf Medikamente gesetzt. Und er hat dir immer wieder gesagt, dass du krank bist. Aber du warst nie krank. Er wollte dich einfach nicht außer Haus lassen. Das war's. Deshalb hast du nie etwas in dieser Welt gesehen. Einen Staubsaugerroboter, ein Scooter, das verdammte Netflix, denn die ganze Zeit über hat er dich angelogen. Christine. Nein, 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 das könnte er nicht. Ich war krank. Ich war... Christy, du wolltest ja vor ihm weglaufen, richtig? Denn tief im Inneren wusstest du, dass etwas nicht stimmte. Das ist jetzt nicht wichtig, Fred. Er ist mein Vater und ich muss jetzt bei ihm sein. Bringen Sie mich zu ihm, bitte. Christy. Ich komme mit dir. Nein, Fred. Ich glaube nicht, dass du mir weiterhin helfen solltest.
Ich wusste, dass ich sie nicht überzeugen konnte, ihren Vater zu verlassen. Nur er konnte das tun. Und ich musste alles daran setzen, dass er es auch tat. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich bin nicht hier, um mit dir zu reden, Christine. Ich möchte mit deinem Vater reden. Was? Mr. Scavo, wie gefällt es Ihnen, hier den ganzen Tag zu sitzen? Na, möchten Sie spazieren gehen? Raus aus meinem Haus sofort. Liebend gern, aber zuerst müssen wir reden. Da! Was ist das? Uni-Bewerbungen und Ihre Tochter wird an der Universität studieren und wird ein normales und freies Leben führen, sodass sie sich eine normale und gesunde Zukunft aufbauen kann. Hör auf, Fred, verstehst du denn nicht? Mein Vater ist krank. Oh, kümmere dich um deinen Vater. Sie wissen schon, dass... Ja, ich weiß, ich weiß! Ich weiß, dass Sie Ihre Frau verloren haben. Ich weiß, dass Christy, Ihre Tochter, das Einzige ist, was Sie haben. Ich weiß das, aber ich weiß auch, dass... Wenn Sie sich so sehr um sie fürchten, sie ihr Leben buchstäblich wegnehmen. Sie ersticken sie mit ihrer Liebe. Und wenn sie sie wirklich lieben, dann müssen sie sie gehen lassen. Fred, das reicht jetzt. Genug. Verlass mein Haus. Geh einfach. Geh schon. Geh weg. Ja, verlassen Sie das Haus, aber gehen Sie mit meiner Tochter. Versprechen Sie mir, dass Sie sich um sie kümmern werden und dass ihr garantiert nichts passieren wird. Papa. Es tut mir leid, mein Kleines. Ich habe dir dein halbes Leben weggenommen. Ich verspreche es Ihnen, Sir. Ich verspreche es Ihnen, Sir. Ich glaube, dieser Mann wird dir helfen, es wieder aufzuholen. Papa. Er wird für dich kämpfen. Ja. Das werde ich. Ich danke Ihnen, Sir. Nein. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie uns beide gerettet haben. Geh schon. In diesem Moment wurde uns beiden klar, dass wahre Liebe die Möglichkeit ist, loszulassen. Jemanden loszulassen, den man nicht verlieren will. Jemanden, den man liebt. Ganz egal, was auch passiert. Denn am Ende kann Liebe ohne Freiheit nicht existieren.